Hi Leute, cool, dass ihr dabei seid bei diesem extrem wichtigen Trainingsvideo. Ich habe euch heute 8 bzw. 10 sehr wichtige Grundsätze für dein Training mitgebracht. Und zwar, wie du richtig, effizient, erfolgreich und vor allem gesund trainierst. Und zwar egal, was du trainierst, ob du tanzt, ob du Fußball spielst, Tennis spielst oder kletterst oder sonst was. Es sind einfach Grundsätze für jegliche Art von Training. Ich bin Physiotherapeutin und Tanzlehrerin und es liegt mir sehr am Herzen, das weiterzugeben. Es klingt vielleicht, wenn du das hörst, möglicherweise logisch, aber ich sehe es immer wieder in meiner Praxis, in meiner Physiotherapiepraxis oder gesamt auch im Training, egal wo, dass es sehr vielen Leuten doch nicht klar ist oder ja, das ist einfach nicht bewusst, auf was man achten sollte. Deswegen bleib unbedingt bis zum Schluss dran, damit du eben nichts davon verpasst. Grundsatz Nummer 3, Haltung vor Bewegung oder Stabilität vor Mobilität. Was heißt das genau? Ich habe da übrigens ein sehr wichtiges, sehr gutes Video über die Haltung. Guck es dir unbedingt mal an, weil das ist ein sehr wichtiges Basiswissen. Das sollte jeder wissen und jeder immer wieder sich daran erinnern und sich überprüfen. Die Haltung. Da habe ich ganz genau erklärt, über eben, wie man die Haltung aufbaut, auf was man achten sollte, eben Beinachsen, Gesamt und was für Übungen wir eben machen können, um die Haltung zu üben. Also unbedingt danach mal nach diesem Video mal zur Haltung rüberwechseln. Haltung vor Bewegung. Kommen wir nochmal zurück. Unser Körper hat ja irgendwo eine Physiologie, eine Normalität, also wie die Gelenke anatomisch aufeinander aufbauen. Wenn wir krumm sind, was meistens eben durch unseren Beruf kommt, eben durch zu einseitige Bewegung oder Haltung oder zu wenig Bewegung, genau, wenn die Muskulatur abschwächt oder so, durch blöde Gewohnheiten irgendwelche, also wie wir gewohnt sind zu stehen, zu sitzen, ja. Guck, dass du in deinem Körper Mitte wiederkommst. Weil dann, wenn wir aufrecht sind, wenn wir in unserer anatomischen Normalität, sag ich mal, sind, können alle Gelenke, alle Muskeln normal und richtig in ihrer, also für das, für was sie bestimmt sind, können sie arbeiten. Und wenn das so ist, sind sie auch nicht überlastet oder eben zu wenig aktiviert. Also allein unsere gerade, aufrechte, aktive Haltung sorgt schon dafür, dass unsere Gelenke gesund bleiben, weil die gut gestützt sind durch die Muskulatur. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, eben, wenn wir aufrecht stehen, ist der Körper eben physiologisch normal aktiv, also richtig aktiv, so wie es gedacht ist von der Natur. Also wenn wir aufrecht stehen, nur von dem ist schon unsere tiefe Muskulatur aktiviert. Sie stabilisiert, es stabilisiert unseren Rumpf, unsere Wirbelsäule. Da haben viele von uns eben auch ein Problem. Auch Rückenschmerzen, alles, weil uns die tiefe Muskulatur fehlt. Also sie fehlt nicht, sie ist immer da, nur sie ist wie verkümmert oder falsch belastet. Zu wenig oder zu viel. Wenn du auf deine Haltung zuerst achtest und Übungen dafür machst, dass du wirklich zuerst wirklich das Innere aktivierst, die tiefe Muskulatur, das ist das, was uns ermöglicht, große Bewegungen zu machen, egal was, etwas heben, Bein, Laufen, Springen, eben, das fängt schon beim Laufen an. Wenn wir hier in der tiefen Muskulatur schwach sind, dann fehlt uns auch die Kraft eben für die Bewegung nach außen. Also es gibt einen Begriff, es heißt Muskelrekrutierung. Also Stabilität vor Mobilität. Damit wir uns groß bewegen können, also praktisch diese ausführende Bewegung machen können, brauchen wir diese Stabilität. Weil nur so können wir gezielt vor allem, effektiv das ausführen. Wenn uns das fehlt, dann
eben, können wir, sind wir schwach, können nicht gezielt, zum Beispiel, also das ist dann schon extrem, aber trotzdem zum Beispiel gezielt zur Kaffeetasse greifen und dann natürlich schnell reagieren. Oder wenn jetzt uns etwas runterfällt oder so, reagieren. Das geht am besten, wenn wir hier eben stabil sind. Die großen Muskelgruppen hier, die die Bewegung, die du siehst, ist abhängig von unserer Haltung, von unserer tiefen Muskulatur. Diese, also erstens Haltungstraining, Video zur Haltung, und durchs Gleichgewichtstraining kannst du das extrem gut aktivieren und trainieren. Weil wenn wir irgendwas mit Gleichgewicht machen, ich bin jetzt auf meinen Ballen zum Beispiel oder eben jetzt auf einem Bein stehen, dann musst du erstens aufrecht stehen, oder? Sonst würdest du ja umfallen. Um die Balance zu halten, musst du gerade sein. Also allein von dem ist es nämlich super, super gut, das zu trainieren. Ganz besonders, wenn du ja jetzt gerade vielleicht irgendwelche Schmerzen hast oder Verspannungen, Blockaden, dann erst recht guck, dass du deinen Körper gut mobilisierst, wirklich alle Gelenke, eben zu Punkt Nummer 1, und wirklich Haltung. Weil wenn oft solche Rückenschmerzen sind, bist du vielleicht hier im Hohlkreuz ziemlich fixiert oder irgendwie krumm. Und wenn du nicht auf das achtest und irgendwelche Übungen machst, also Rücken-Bauchübungen in dieser krummen Haltung, da kannst du deinen Bandscheiben zum Beispiel noch mehr schaden. Deswegen zuerst hier Körperkontrolle, eben diese Stabilität, diese aufrechte, normale Körperhaltung, ja, und dann eben langsam in die Übung reingehen. Nicht die Größe der Bewegung ist entscheidend, sondern eben die Stabilität, okay? Und nachher, je stabiler du hier bist, desto größer kannst du natürlich auch die Bewegung machen. Das wirst du auch spüren. Deswegen bleib mit diesen ganzen Übungen dran. Aber hör immer in dich hinein und ja, du wirst also, du wirst eine Veränderung merken, auf jeden Fall, dass du dich ja gesamt in deinem ganzen Training, in deinen Alltagsbewegungen riesig groß verbessern wirst, wenn du Haltung vor Bewegung, wenn du diesen Grundsatz überdenkst. Grundsatz Nummer 4 ist die Regelmäßigkeit. Regelmäßig trainieren. Eben nicht einmal Vollgas und nachher vielleicht 3-4 Wochen wieder nichts, ja, sondern wir müssen wirklich kontinuierlich dranbleiben. Ich vergleiche es immer wieder gerne, eben so Training, das Körperliche auch mit der Ernährung. Wir können nicht jetzt einmal essen und dann 2-3 Wochen wieder nichts. Oder eben einmal schlafen und dann wieder nicht. Also wir brauchen diesen Rhythmus. Der Körper braucht den Rhythmus. Eben Tag, Nacht, Anspannung, Entspannung, oder? All das eben aufnehmen, loslassen. Mit dem Training auch. Gut ist es, wenn du je nach deiner Möglichkeit, also zwischen 30 und 90 Minuten, 2 bis 3 Mal in der Woche ist optimal. Genau, dass du immer einen Tag Pause auch dazwischen hast, ist eben auch ein wichtiger Punkt, die Entspannung. Und dann eben diese Zeit, also fang, egal wie es dir geht, wie auch du praktisch die Größe der Übung steigerst mit der Zeit, weil eben kein Meister ist vom Himmel gefallen. Jeder muss mal anfangen, um irgendwas zu verbessern. Genauso natürlich mit der Ausdauer, mit der Übungslänge. Fang an mit 20 Minuten, 30 Minuten und steiger dann zum Beispiel Woche zu Woche oder jede zweite Woche auf 10 Minuten mehr, Viertelstunde mehr, dass du dann halt auf 75 Minuten kommst oder eben 90. Okay? Also 2 bis 3 Mal in der Woche zwischen 30 und 90 Minuten, je nach deiner Möglichkeit. Dann sind eben so Morgen- und Abendroutinen super. Auch wenn du zum Beispiel nicht die Möglichkeit hast, 2 bis 3 Mal in der Woche ein wirklich fettes Training zu machen, ja, da wäre natürlich auch einmal in der Woche super gut, wirklich eine Stunde voll Power, also Vollgas und wirklich ganzer Körper. Aber die Morgenroutine und Abendroutine, das heißt zum Beispiel, nimm dir am Morgen 10 bis 20 Minuten Zeit für ein bisschen für ein Stretching, um den Körper wach zu rufen, alles zu aktivieren. Ja, einfach sanft in den Tag einsteigen mit Bewegung, mit Atmung. Es ist extrem wichtig, weil morgens sind wir alle am Anfang etwas steif, ja, und wir brauchen ein bisschen Anlaufzeit,
egal wie fit wir sind, oder? Wenn du am Morgen dir angewöhnst, 10 bis 20 Minuten Zeit für sich zu nehmen, um ja, ein bisschen dich zu stretchen, dein Zentrum ein bisschen zu aktivieren, hey, dein Tag wird anders ablaufen. Du wirst aus dem Haus rausgehen mit mehr Stabilität, mehr Klarheit im Kopf, wacher. Du brauchst vielleicht gar keinen Kaffee oder so, oder ich brauche jetzt einen Kaffee, um wach zu werden. Nein, nicht unbedingt. Du kannst Bewegung und Kaffee oder Tee oder wie auch immer, Wasser natürlich sehr, sehr wichtig, aber eben du bist einfach, weil der Kreislauf aktiviert ist, weil die Gelenke eben durchlässig sind, weil du dich bewegt hast, automatisch wirst du natürlich wacher im Kopf, kannst dich besser konzentrieren, hast eine bessere Laune, weil durch Bewegung, ja, das löst auch Glückshormone aus, wir sind einfach zufriedener, weil wir uns auch spüren, wenn du dich bewegst, spürst du deinen Körper, du hast wirklich die Verbindung, auch Körper, Geist und Seele kommen mehr zusammen, also es ist ein mega geiler Start in den Tag. Also bei mir klappt das auch nicht immer, also wobei das ist wirklich Mindset, gell? Man muss sich die Zeit nehmen, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Was ich zum Beispiel mache, entweder mache ich so ein kurzes Stretching, es ist eben nicht immer gleich von der Zeit, kurzes Stretching, oder ich tanze dann halt 3 bis 10 Minuten durch. Einfach 2, 3 meine Lieblingslieder am Morgen und schon bin ich wach, dann habe ich auch alles bewegt. Also mach das, was dir auch Spaß macht, oder? Aber eben, guck, dass du den Körper gut schaust, dass alle Gelenke sanft mobilisiert sind. Und ja, genau. Im Alltag selber, also so wirklich für jeden Tag, schau in deine Alltagsroutine, schau auf deine Ergonomie, ja, auf deine Spannung, Entspannung eben am Arbeitsplatz, auch zu Hause, guck, dass du eben während deinen, ich sag jetzt mal, 8 Stunden Arbeitszeit eben immer wieder dich kurz entspannst, auslockerst oder irgendwie dich kurz aktivierst oder so, okay? Weil das ist wichtig, weil dann sind wir am Abend nicht völlig am Ende verspannt, und wenn wir verspannt sind, dann sind wir müde und dann haben wir auch gar keinen Bock mehr, irgendwie rauszugehen, noch was zu machen. Ja, dann immer wieder kurz, auch wenn es nur 30 Sekunden sind, alles mal ausschütteln. Hey, geh aufs WC und streck dich da ein bisschen. Oder eben sonst, wie vorher schon erwähnt, hey, wenn deine Kollegen sehen, dass du zwischendurch dich mal streckst oder was machst, du bist ein Vorbild. Sei ein Vorbild für deine Kollegen. Zeig deinen Chef, deinen Chefs, dass du dir was Gutes tust, damit du nicht krank wirst. Weil wenn du verspannt extrem bist, dann kommst du morgen vielleicht gar nicht mehr zur Arbeit, weil es dir nicht gut geht. Also diese paar Sekunden, da sagt wirklich keiner was. Ganz im Gegenteil. Also da müssen wir wirklich was verändern. Also zur Regelmäßigkeit nochmal zusammengefasst. In der Woche 2 bis 3 Mal überhaupt dranbleiben. 2 bis 3 Mal in deiner Möglichkeit von der Länge steigernd. Dann Morgen- und Abendroutine. Ah genau, Abendroutine habe ich vergessen, also morgen ist halt auch wieder so zum Wachwerden, und Abendroutine natürlich, je nachdem, entweder zum wirklich dich kurz ausbauen, um den Kopf frei zu kriegen, oder um wirklich bei dir wieder anzukommen, an die Arbeit, die Gedanken loswerden von dem Moment, oder? Und bewusst dich zu entspannen oder eben runterzukommen, und da kannst du eben auch natürlich selber entspannen. Vollgas auspowern, joggen oder durchtanzen, ein paar Lieder, oder eben Yoga oder Meditation oder etwas, ja, etwas Entspannendes, um wirklich runterzukommen, dich zu entspannen und den Tag ausklingen zu lassen. Genau. Und eben der dritte Punkt im Alltag selber. Wie und was kannst du tun, damit du fit und stark und entspannt und irgendwie zufrieden und glücklich durch den Tag gehst und am Abend immer noch, dass es dir gut geht. Schau immer, dass es dir gut geht in deinem Körper. Perfekt. Große Aufgabe. Auch da bin ich gespannt auf deine Erzählung, auf deine Kommentare, wie es dir da geht, was du ändern kannst, was du schon geändert hast, was für Tipps du an uns alle hast. Ja, weil die das Video sehen, wir profitieren alle von deinen Erfahrungen. Ja, doch am Arbeitsplatz oder so. Erzähl uns deine Erlebnisse. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Punkt Nummer 5. Warm-up und Cool-down.
auf Deutsch eben Warm-up, einfach die Vorbereitung für dein Training. Und Cool-down ist das praktisch das Ausklingen, Ausdehnen, nochmal entspannen. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt eine Stunde Training haben, fangen wir natürlich normalerweise nicht sofort an mit Vollgas, Cardio-Training und riesengroße Bewegung und, oder? Sonst kann man sogar einen Herzinfarkt bekommen oder sonst irgendwas, oder? Also das ist mega ungesund, wenn der Körper nicht vorbereitet ist. Deswegen vorbereiten, langsam. Wirbelsäule, ja, die Gelenke erstmal langsam mobilisieren, hineinspüren. Du musst, um etwas zu machen, um etwas auch zu korrigieren, etwas gezielt zu machen, musst du erstmal nach innen gehen, dich spüren, langsam, ja, dich durchbewegen, langsam die Bewegungsgröße steigern, die Intensität steigern, ja, von der Schnelligkeit, von der Kraft, von der Größe. Ja, aber fang langsam an. Wenn du zum Beispiel Fußball spielst, wenn du boxst, oder egal was, joggen gehst, fang bitte nicht sofort an mit den übelsten Kicks, weil es kann sein, wenn der Körper ja kalt ist, dann sind auch die Muskeln kalt und wenn du das wie die Knete, oder? Die Kinder kneten, wenn du dir das vorstellst, wenn es kalt ist, ist es wie so ein Block, also fast schon wie so ein Stein, ja? Und wenn du dann versuchst, es zu irgendwie dehnen, dann kann es sein, dass es bricht. Genauso ist es im Körper auch. Wenn du nicht vorbereitet bist, wenn die Muskeln nicht warm sind, die Gelenke nicht mobilisiert, dann kann es zu Verletzungen kommen. Und das wollen wir nicht. Ja? Das wollen wir wirklich nicht. Deswegen, also wichtig. Ich kann es nur immer wieder sagen, weil das sehe ich auch und höre ich Sachen, das ist ganz schlimm. Und dann denken Leute, die machen Sport, die machen sich was Gutes, aber eben die Art und Weise, wie sie es machen, ist eben nicht ausreichend oder sogar gefährlich. Da fehlt einfach der, also Anfang und Ende. In allem gibt es immer einen Anfang, Mittelphase oder und einen Schluss. Und so ist im Training, egal welcher Art auch, Anfang heißt Warm-up, Mittelteil mit Intensität steigern, alle Techniken, alle Moves üben, egal was für eine Sportart du machst. Und dann eben das Ende, ausklingen lassen, entspannen, ausdehnen, ja, genau, angepasst eben auf das, was du gemacht hast. So wichtig, eben auch Cooldown, das ausklingen lassen, da auch wieder. Wenn wir jetzt uns mega angespannt haben, so zum Beispiel beim Boxen alles gegeben haben, hey, wir müssen das wieder ausdehnen, wir müssen runterkommen, oder? Wir müssen wieder alles entspannen, durchlässig machen, nachspüren, ja, weil auch da, wenn wir uns mega angespannt haben und so aus dem Raum rausgehen, dann kann sein, dass bei der nächsten Bewegung, wenn wir eine Tasche heben oder irgendwas, dass wir uns da eine Muskelzerrung holen. Alles, was anspannt, muss auch entspannen, unbedingt. Also wir haben immer Spieler und Gegenspieler. Beugen, strecken, Innenrotation, Außenrotation, oder links, rechts. Unbedingt diesen Ausgleich. Und eben wenn du, also irgendwann mal können wir nicht mehr wie Maximum anspannen. Und das ist da, wenn irgendwelche wirklich Risse gibt, die Achillessehne reißt oder sonst irgendwas. Also guck, dass du vorher, nach jedem Training, dich schön ausdehnst. Gerade bei auch Mannschaftssportarten oder so, wahnsinnig wichtig. Also, Warm-up und Cool-down, davon musst du träumen. Ja, also, das ist eins der wichtigsten Sachen. Hi Leute, ich habe mich dazu entschieden, dieses Video, wie trainiere ich richtig, in drei Teile aufzuteilen, weil es sonst einfach eben zu lang geworden wäre. Ich packe das alles in eine Playlist, also wie trainiere ich richtig, dann ist es praktisch wie eine kleine Serie von drei Teilen. Wichtig ist, dass du alle drei Videos unbedingt anguckst, weil das ja aufeinander aufbaut, eben Teil 1 mit zwei Grundsätzen und eben Teil 2 und Teil 3. Ganz genau. Da danke ich dir dafür und ja, wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich über deine Kommentare, über deinen Austausch, über deine Meinung zum Training. Würde mich sehr interessieren, was du so treibst sportlich und auch wenn du Fragen hast, jederzeit. Die Playlist zu diesen drei Videos findest du jetzt im Abspann gleich wieder.
wo du draufklickst und alle drei Teile dann wiederfindest. Und ja, bis bald!